Moin Moin, so jetzt geht's wieder weiter mit Vanishers auf der PlayStation 5. Oh. Okay. Gut, dann wollen wir uns mal nützlich machen. Wenn der Albtraum hier sein Unwesen treibt, werden sie uns brauchen. Willst du erst in eine Schmiede reingehen? Die Schmiede. Kate meinte, der Schmied könnte unsere Hilfe benötigen. Die Nägel sehen nicht sehr stabil aus. Stimmen von Toten. Was ist das? Salzwasser. Es pulsiert. Hier ist was. Meins, alles meins. Meins, alles meins. Meins, alles meins. Der Geist klingt übel. Der Geist scheint eine Obsession zu haben. Der Meißel ist so stumpf wie ein Hammer. Metallverarbeitung ist nicht einfach, aber das Zeug hier ist auffallend schlecht gefertigt. Die Werke der Schmiede sind nicht besser als die eines Anfängers. Muss schwierig sein, ein Lager mit einem miesen Schmied am Laufen zu halten. Verdammt! Vergeht mir, ich hätte mich nicht so erschrecken sollen. Für ein fescher Mann. Und wer mögt ihr wohl sein? Red McGrath, werte Frau, der Verbanner. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, der Schotte. Mir gefällt euer Akzent und eure Manieren ebenso. Ich bin Nelly. Nelly Heaton. Eine nette Londonerin. Die mag ich sofort. So sag mal dein Wahn. Lasst uns Handel treiben, Mrs. Heaton. Gut, können wir machen. Was hast du hier? Pflanzen? Verbannertee. Wenn ein Gegner mit einem aufwendigen schweren Angriff gezogen wird. Rüstung? Wieder eine Brosche. Stumpfen Eisen. Wenn ein Gegner mit einem Manifest getroffen wird, können wir herstellen, brauchen wir nicht. Lebensanzeige, das ist weniger Schaden leistest du. 20%. Okay. Ich muss euch etwas sagen. In der Schmiede habe ich eine Pfütze mit Salzwasser vorgefunden. Wisst ihr, wie sie dorthin gelangt ist? Moment mal. Ihr seid in die Schmiede gegangen? Ohne meine Erlaubnis? Die Tür stand offen und auf dem Boden war eine Pfütze. Aus Salzwasser, wie sich herausstellte. Nun, das ist sehr unhöflich, aber ich lasse euch noch einmal vom Haken. Die Schmiede benötigt jede Menge Wasser. Das erklärt aber nicht das Salz. Ein Geist hat seinen Finger im Spiel. Vielleicht mehr Wasser? Könnte es mehr Wasser sein? Es könnte schon sein, dass er Wasser vom Meer hierher geschleppt hat. Also, was wird im Lager geredet? Schlechte Neuigkeiten verbreiten sich schneller als gute. Was wollt ihr wissen? Was gibt's Neues im Lager? Wie läuft das Leben hier? Wir tun unser Bestes, damit alles läuft. Die Bestie macht uns Sorgen, das ist wohl wahr. Aber wir haben Vertrauen in Thickskin. Es wird sicher alles gut. Was denkt ihr über Thickskin Newsmith? Sie ist nicht perfekt. Aber was soll's. Aber sie ist selbstständig.
Sie ist gerecht, körperlich und charakterlich stark. Sie sorgt für uns. Da bin ich mir ganz sicher, auch wenn sie es nicht zeigt. Warum sollte sie uns sonst vor der Bestie beschützen? Oh, Alter. Wieso? Was könnt ihr mir über Kate Newsmith erzählen? Ich mag sie. Sie ist anders als ihre Schwester. Vernünftig. Wachsam. Wenn sie spricht, höre ich zu. Ich komme gleich zur Sache, gnädige Frau. Kate Newsmith macht sich Sorgen um euch und euren Ehemann. Ist er da? Fortune ist vor einiger Zeit aufgebrochen und noch nicht zurückgekehrt. Ich gebe zu, dass ich mich langsam sorge. Was, wenn ihn die Bestie erwischt hat? Hat er nicht gesagt, wohin er gegangen ist? Thickskin trug ihm auf, Nägel für die Palisaden zu machen. Sie setzt ihn unter Druck und das macht ihm zu schaffen. Versuche nach Materialien. Hattet ihr Streit? Hattet ihr einen Streit? Wir sind beste Freunde. Wir streiten uns nicht. Er ist ein guter Mann. Lügt nie. Beruhigt einen immer zu und ehe man sich's versieht, lacht man mit ihm. Er ist gläubig. Hätte ich fast vergessen. Das war nicht immer so. Nach New Eden zu gehen hat uns gerettet. Hat unsere Ehe gerettet. Ich sollte nach eurem Ehemann suchen. Er ist kein Waldliebhaber, er kann also nicht weit sein. Bitte findet ihn. Ich habe nicht den weiten Weg auf mich genommen, um ihn jetzt zu verlieren. Dürfte ich mich in eurem Haus umsehen? Natürlich, wenn es euch hilft. Danke, danke. Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Nichts zu danken. War ein netter kleiner Plausch. Ist schön, mal mit jemand Neuem zu reden. Okay. Hat die Ehre gerettet. Governors. Haskell rief an vordere Höfen. 2. März. Im Jahre 1694 unser Herr aus den Feldern, die Feder der ehrwürdigen Halifax war Haskell, Gouverneur der Kolonie von New Eden und des Umlands an Meister oder Schmied. Eine Erinnerungsurkunde. Mein sehr geehrter, von Gott begünstigter Mr. Hamilton. Anlässlich unserer letzte und dringliche Konferenz möchte ich mich auf euren letzten Brief von 14. Dezember beziehen, in welchen ihr eure Interesse beurkundet habt, zur Kolonie New Indien aufzubrechen, wo ihr euren Beruf als Schmied nachgehen wolltet. Da ihr schon sowohl in London als auch in Boston als fähiger Schmied und auch als äußiger Former Puritaner angesehen seid, bin ich hoch erfreut, euch mitteilen zu dürfen, dass wir euch ihr mit Freuden verkünden werden, ihr erhaltet von uns einen kleinen Besitz, in der ihr eure Gewerkschaft errichten könntet. Außerdem werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, euch in benötigten Materialien zur Verfügung zu stellen. Ich möchte euch jedoch bitten, die erforderlichen Werkzeuge selber mitzubringen, da dieser Erwerb sich hier bisweilen als schwierig gestalten könnte. Bitte antworte unverzüglich auf diesen Schreiben aller spätestens in einem Monat und buch die Überfahrt so schnell wie möglich. Erhalten findet ihr einen Verschluss, um die Kosten jeder Überfahrt zu bezahlen. Wälder müsst ihr gepflügt und Pferde beschuft werden und dafür benötigen wir dringend eure Dienste. Wir erwarten eure Ankunft noch vor Einbruch des Winters an alle, die es betrifft,
wurde hiermit als neuer Schmied der Koalition von New Eland beauftragt. Hochachtungsvoll Gouverneur Fairfax H. Hesekler. Nelly hatte ein Tagebuch, 4. April 1694. Ich habe einen Freund gefunden. Einen wahren, teuren Freund. Ein guter Mann, der hin und wieder gesündet hat. Aber niemand etwas zu Leide tun will. Er behandelt mich mit Respekt und ich ihn ebenfalls. Er hört mir interessant zu und ich tue ihm das Gleiche. Aber vor allem ist er genug gutmütig. Und eine bessere Eigenschaft kann ich bei einem Mann, Menschen, meiner Meinung nach nicht haben. Menschen erlangen Ruhm, weil sie reich sind oder Schlachten gewonnen haben. Obwohl sie für ihre Gutmütigkeit berühmt waren sollten. Ich werde an dieser Stelle für immer in Ehren halten, denn sie besteht für den Moment, bei dem ich das Leben positiv betrachte. Irgendwas scheint beim Bett zu sein. Ich spüre ein Fragment der Vergangenheit. Ich habe zuerst gedacht, dass die Frau ihren Mann umgebracht hat, aber... Ich glaube, jetzt nicht mehr von uns. Die Vergangenheit zeigt sich mir. Nein. Nein. Es gehört nicht euch. Das ist kein Geist, der Nelly bedroht. Es ist ihr Ehemann. Er hat anscheinend versucht, das Bedürfnis, ihr weh zu tun, zu unterdrücken. Kein Schmied und kein Werkzeug. Hat er es vielleicht mitgenommen? Der Schmied ist also zusammen mit seinem Werkzeug verschwunden. Und ein Salzwassergeist sucht die Schmiede heim. Dann suchen wir ihn mal. Fußabdrücke von jemandem mit Nagelschuhen. Spuren. Ich glaube, ich kann sie aufdecken. Lass uns herausfinden, ob die Spur zu unserem Schmied führt. Einen Moment. Ziemlich praktisch. Wenn man sich nur vorstellt, wie viel Zeit wir in all den Jahren der Geister-HZ sparen können. Na los, lass uns den Schmied suchen. Okay. Was hältst du vom Schmied und seiner Frau? Fortune Heatons Geist spukt in der Schmiede. Ich bin mir sicher. Um Nellys Willen hoffe ich, du irrst dich. Aber wer hat ihn umgebracht? Wo sind wir jetzt hier? Okay.
Etwas ist hier. Im Verborgenen. Nie öffnen. Noch einmal mit Gefühl. Schon wandert im Austern Tal. Der Herr ist mein Hirte. Wir sollen nichts machen. Haben wir ein paar übersehen? Heiliger Josef, bitte für mich. Jesus, Maria und Josef, helft mir bei meinem letzten Qualm. Heute nicht. Ihr könnt rauskommen. Es ist sicher. Sind sie weg? Ich danke euch. Wer immer ihr auch sein mögt, was immer ihr auch getan haben mögt, hab Dank. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Fortune Heaton, ich bin euch ja so dankbar, dass ihr meines Weges kamt. Red McWraith, der Verbanner. Schmied? Wart ihr nicht zu zweit? Waren wir, ja. Wie es der Zufall so will, bin ich auf der Suche nach euch. Das seid ihr? Weswegen denn? Ihr seid also der Schmied? Gefällt euch die Arbeit? Ja, ganz gut, denke ich. Habt ihr viel zu tun? Ja, natürlich. Es wird viel gebaut. Dafür braucht man viele Nägel. Unmengen an Nägeln. Ein ganzes Meer voller verdammter Nägel. Toll, wenn ein Mann stolz auf seine Arbeit ist. Wie stehen die Dinge mit Nelly? Gut, ja, gut. Es ist schön, eine Frau zu haben. Ein Zuhause. Nelly ist eine tolle Frau. Intelligent, mutig, voller Großmut und Barmherzigkeit. Sie ist ein Segen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Kennengelernt? Wie wir uns kennengelernt haben? Ach, wisst ihr, wir sind uns einfach über den Weg gelaufen. Erinnert er sich nicht oder will er es uns nicht verraten? Ach, Mr. Heaton, nur keine Schüchternheit. Ein klitzekleines bisschen Romantik hat noch keinem Mann geschadet. Romantik? Ich hab ihr bei etwas geholfen. Sie hat mir bei etwas geholfen. Wir sind zusammengeblieben, um einander zu helfen. Bei Dingen. Gut zueinander zu sein, das kann ein Paar verbinden. Romantik ist gar nicht immer so wichtig. Ich habe euch beten gehört. Ich dachte, ich hätte die Verse wiedererkannt. Wirklich? Sicher? Nelly stellte ihn als ehrfürchtigen Puritaner dar. Ja, sie wirkten katholisch auf mich. Nur ein Zufall? In Ordnung. Die Wahrheit ist, dass ich konvertiert bin. Ich habe es für Nelly getan. Ich bin, Katholik. Es waren eher die Umstände, nicht das Überzeugung. Bitte, sagt nichts. Ich darf hier nicht auffallen. Und für mich erfällt es niemanden. Ich bin nicht hier wegen... Das geht mich nichts an. Von mir erfährt es niemand. Ach, hab Dank. Jetzt schulde ich euch bereits zum zweiten Mal. Was macht ihr überhaupt hier draußen? Fürchtet ihr euch nicht vor der Bestie, die hier herumstreift?
Ich musste den Kopf freikriegen, etwas frische Luft schnappen, ein bisschen Sonne abkriegen. Die Schmiede ist, nun ja, sehr dunkel und heiß. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Wir spazieren doch alle gern durch den Wald mit unseren schweren Schmiedewerkzeugen. Warum habt ihr das Werkzeug mitgenommen? Ja, warum habe ich mein Werkzeug mitgenommen? Warum? Weil es verflucht ist. Deswegen. Verzeiht mir. Ich verliere langsam, aber sicher mein letztes bisschen Verstand. Und dieses gottverdammte Werkzeug ist schuld daran. Ich fange an, damit zu arbeiten. Und plötzlich ist der halbe Tag vergangen und ich bin an einem völlig anderen Ort. Und es kommt noch schlimmer. Wenn ich zur Schmiede zurückkehre, ist die Arbeit fertig. Das Werkzeug ist verflucht und es muss weg. So tief in den Wald wie möglich. Haben Sie euch befohlen, eure Frau umzubringen? Hat das verfluchte Werkzeug euch befohlen, eure Frau zu töten? Nein. Ja. Vielleicht, nein, ich würde nie etwas antun. Aber ja, es hat mir befohlen, ihr weh zu tun. Vielleicht habe ich das. Könnt ihr mir helfen? Ja, ich kann euch helfen. Kehrt ins Lager zurück. Ich kümmere mich um das Werkzeug. Wenn ich alles habe, folge ich euch. Natürlich, mein Herr. Auf jeden Fall. Hab Dank, Verbanner. Ich danke euch. Wir brauchen hier immer noch zwei Deeds, ne? Auch wenn jemand davon überzeugt ist, ist es Imputano. Stimmen von Geistern besudeln diesen Ort. Meins, alles meins. Der Geist erhebt Anspruch auf die Schmiede, mit allem darin. Der Schmiedehammer aus dem Echo ist nicht im Werkzeugkasten. Achso, okay. Wenn er hier nicht irgendwo ist, hat er uns belogen. Lass uns rausfinden, wohin die Hintertür führt. Warte mal. Was sagt dir jetzt die Karte? Wollen wir das hier lang gehen? Mal wieder in den Wald kommen. Siehst du die Leiche da? Ich könnte ein Ritual durchführen. Ich beschwöre euch jetzt! Hab beim letzten Mal aufgehört. Ich kann dir helfen. Nein. Der kleine Scheißer ist mächtiger geworden. Die Leiche zielt auf uns. Vernichte erst den anderen Schädel.
Panik. Bereit für den Einsatz. Wunderbar. Noch mehr Spaß. Wow. Okay. Wenn wir jetzt den Weg lang gehen, müssen wir immer noch dieses Gebiet hier sauber machen. Wohin geht's hier lang? Okay, da geht's wieder nach da. Fortune, der Schmied, ging tief in den gefährlichen Wald hinein. Die Heimgesuchten machen oft merkwürdige Dinge. Vielleicht wollte der Geist ihn töten. Wohin geht's hier lang? Stille und ein Lagerfeuer. Genau, was Dr. Duarte verordnet hat. Hochgelehnte Höhle. Könnte das eine Schatzkarte sein? Sieht zumindest so aus. Nicht jede Karte führt zu einem Schatz. Das kennen wir doch, oder? Das kennen wir doch. So, kurz weggemacht. Ja, aber diese vielleicht schon. Na gut. Suchen wir nach diesem Schatz, der uns unweigerlich erwartet. Mhm. So, Feuer aktivieren. Wir können wieder was ausrüsten. Oder upgraden. Was war ich denn? Ja. Wie hier kann runter. Mm-hmm.
Efeu blockiert den Weg. Vielleicht kriegen wir eine neue Fähigkeit, wo wir das wegmachen können. Und dann ist der Weg vorbei. So, wir waren jetzt hinter uns. Ja. Hier ist nichts. Steh nicht einfach so rum. Bewegung. Ein Schwarm Schem. Zwing sie mit den richtigen Worten der Macht dazu, sich zu zeigen. Du etwa nicht mehr auf der Höhe? Noch Kuhain. Haben wir ein paar übersehen? Achtung, er ergreift gleich Besitz. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Der Schemen sucht nach einem Körper. Dein Begräbnis! Ah. Du lebst ja noch. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Sie bringen noch mehr Freunde mit. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Bereit für den Einsatz. Schon stärker zuschlagen. Go!
einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Oh, warte mal. Hier lang. Da können wir wieder springen. Aber wohin wollen wir springen? Das Muster muss übereinstimmen. Der Hammer. Scheint, Fortune wollte ihn verschwinden lassen. Der Hammer bindet den Geist. Jetzt muss ich ihn nur noch kriegen, ohne mir dabei den Hals zu brechen. Ja, das wäre wirklich eine Schande. Wir müssen einen Weg auf die andere Seite finden. Das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Also ich war wieder so voreilig. Und wieder. Wie kommt man das denn jetzt zum Fragezeichen? Wie kommt man da hin? Die sagen hier lang, dann hier lang. Okay, und jetzt hier rüber bestimmt. Aber das machen wir morgen. Morgen ganz in Ruhe. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, Support ist kein Mord. Däumchen hoch, kommt runter lassen. Morgen finden wir den Hammer für den Schmied. Also bis morgen. Tschüss.